Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir uns das Zirkonis geholt aus dem Sybak Forschungsinstitut. Und jetzt sind wir auf der Suche nach ein Manablatt, glaube ich, war das, ne? Und sind deswegen, ich wusste es, Haarband im Emerwald auf der Suche. Und zwar in Heimdall, nach Heimdall, ja. Wir wollen nach Heimdall, aber müssen durch den Emerwald, so war das. So, Haarband. Einfach nur Haarband, was? Okay, und das kann man sich einfach nicht als Holdemite bezeichnen. Okay. Ich habe schon viele gute davon. Okay. So, ich habe gerade im Menü geguckt. Wir tun erstmal zu den oder die dahin gehen. Den Rest des Waldes erkunden, weil ich habe ja noch einige Sachen nicht erkundet und das wollen wir nachholen. Zum Beispiel du, was ist das da? Sah aus wie dieser Fisch aus dem Forschungsinstitut. So wie ich jetzt gerade richtig geguckt habe, brauche ich nur noch Ring Cyclone zweimal benutzen. Hat er schon zweimal gezählt? Jo. Sehr gut. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt mit Colette eigentlich nur noch warten, bis sie was Neues lernt. Hier sind schon wieder zwei Sachen, die sie neu lernen kann. Exzellent. Meine Strategie funktioniert. Ja, ich will mal versuchen, die Sachen hier 50 mal einzusetzen. Ich glaube zwar nicht, dass wir dadurch irgendwas lernen, aber weil irgendwie so storybezogene Sachen sind, aber mal gucken. Wenn ihre Castzeit nur nicht so lange dauern würde, ganz ehrlich. Die anderen haben schon 3-4 Mal irgendwas gezaubert und wir sind immer noch dran. Guckt euch das an! Oh, sie ist tot, verdammt. Ja, ich habe einen mit unserem Wasser des Lebens. Judgment los. Das wird nie im Leben klappen. Ist irgendwie nicht gut, wenn die alle am Zaubern sind. Bitte lass mich machen, bitte lass mich machen, bitte lass mich machen. Warte mal, Eruption. Das glaube ich auch schon 50 Mal benutzt worden, sehr gut. Fähigkeit erhalten. Es ist Lightning Blade. Sonic Lightning Blade vielleicht? Okay, der Angriff ist stark, aber er dauert viel zu lange, finde ich. Das ist schon ein bisschen. Ja. Denn. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch. Warum brauchen ihre Engelskill einfach so lange, bis ich sie einsetzen kann? Das möchte ich viel öfter einsetzen. Fähigkeit erhalten. Sehr gut. Wir haben eine neue Fähigkeit. Direkt spam. So. Stardust Cross. Mehrere Sterne fallen von oben. Natürlich. What? Ich würde sagen, wir nehmen einen anderen Charakter wieder. Sandwich, ja. Und jemand hat den Level up. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer. Colette. Okay. Dann nehmen wir mal jemand anderen. Aber wen? Wer braucht denn ja noch ein paar neue Sachen? Ha. Oh, sie kann wieder ein paar Sachen lernen. Regal, den habe ich schon. Erstmal mit Regal. Den habe ich so selten schon gesteuert. Ich weiß gar nicht, wer wieder geht, wahrscheinlich. Deshalb brauche ich hier wieder hier Grand Healer. Wie heißt hier mit? Triple Kick, Bodenattacke. Dragon Dance, Abwehr von Angriffen aus der Luft. Na super. Leider komme ich irgendwie nicht klar. Dann Rising Dragon, ja. Dragon Rage, ja super. Heaven's Charge. Okay, werden wir mal gucken. Wird schon klappen. So, hi, na? Wie geht's? Okay. Sag mir nicht, ich kann auf den drauf springen oder so, das wäre ziemlich blöde. Er kann noch ganz viele Sachen lernen. Ground Dasher. Okay, sehr gut.
Okay. Er klingt wie so ein professioneller Typ aus Street Fighter, ganz ehrlich. Ich kann die doch alle am Boden einsetzen. Was will er eigentlich? Irgendwie treffe ich damit nicht. Ja, so, jetzt müsste ich ihm Dingens geben. Dieses TP-Halbierungsdingen. Na. Mein Gott. Wenn da nicht die ganze Zeit fliegende Viecher werden, ne? Mein Gott, das sah aus wie... Sieht ein bisschen aus wie Tiger Blade, nur mit Beinen. Finde ich gut. Ja, da habe ich nicht Riegel eingestellt, dass er kochen soll. Warum ist Dingens denn die ganze Zeit am Kochen? Colette. Und irgendwann was TP gibt, wenn es geht. Okay, davon aber viele. So, dann gib mir mal hier dieses Halbierungsdingen. Na, ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit hier rumwechsle. Ja, ist auch nicht schlecht, aber ich habe irgendwie so Angst, dass das genauso wie in Dingens ist. In den anderen Teilen, dass man irgendwie so, weiß ich nicht, dass sich das verbraucht. So. Was haben wir denn noch hier alles? Da ist wieder so eine Blume. Was hat uns das jetzt gemacht? Wenn drei Raupen herunterfallen, entstehen relativ große Wellen. Das bedeutet... Okay. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber wir werden es wahrscheinlich auch rausfinden irgendwann. Na? Oh mein Gott. Der tritt auch so, als würde er richtig angepisst werden von den Typen. Müsste ja wohl ein bisschen mehr abziehen als Colette, ne? Sehr gut. So, komm du mal her. Und nein, natürlich nicht. Aha, okay. Jetzt gehen die schnell kaputt mit ihm. Ja, aber wie kannst du es wagen? Er sieht aber nicht irgendwie so professionell aus, wie der kämpft mit seinen normalen Angriffen. Boah, geil. Okay, da hat's gebracht. Unvergesslicher Geschmack. ちゃんと手で作ったんだろうな。あれは冗談だと言っただろう。足で料理する人間がどこにいる。だってリーガル、マジの顔で言うからさ。お、これまたうめえ。これは私の大切な片翼が作ってくれた料理だ。 Okay. Wenn das alles zu Skits führt, dann versuchen wir mal andere Sachen noch. Oder nicht? Was ist da los? Kannst du kochen? Weiß auch gar nicht. Als er mal erwähnt wurde. Ja, wo bin ich jetzt? Ja. Ich frage mich, was das für ein blaues rundes Ding ist. Das werden wir jetzt herausfinden. Trommelwirbel. Mein Gott, sind das blöde Warzenschweine. Wäre nicht toll, wenn das ein Mana-Blatt wäre. Blauer Samen gefunden. Ein Blumensamen? Mal sehen, ob wir eine Stelle finden, wo wir ihn aussehen können. Was wohl für eine Blume wachsen wird.
Keine Ahnung, wir werden es herausfinden müssen. So. Was hat es mit diesen Blättern hier, mit diesen Lotusblättern auf sich? Der Mann der Lotusblätter, oder? Da ist auch noch so ein Ding. Okay. Welches dämliche Warzenschwein meldet sich freiwillig? Ja, ich. Okay. Ah, eine Raupe. Was? Eine Raupe. Die sind aber nicht so gut wie ein Hund, wird jetzt Colette wahrscheinlich sagen. Mit Raupen kann man doch nicht die Weltherrschaft an sich reißen. So, und da ist schon wieder dieser gruselige Fisch. War der schon immer da? So, war ich hier schon überall? Hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich schon. Ach, ich bin jetzt hier. Okay, dann gehen wir mal von der Seite. Da kann man, glaube ich, auch noch dahin, ne? Ach, da ist von da. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Hier war, glaube ich, alles. Weil der Fisch war ja schon immer da. Hab ich ihn irgendwie mit den Raupen hingelockt? Au, kannst du es wagen? Oh mein Gott, ist das stark. Kann ich gar nicht in der Luft. Ich muss mir die ganze Zeit hier Luftabwehr und so alles anhören. Da kann ich halt doch alles am Boden einsetzen. Anscheinend. Sehr gut. Kommst du mal her? Hey! Kannst du es wagen? Wie die mit ihren kleinen Beinchen hier versuchen wegzurennen. Versucht nicht wegzurennen? Nee. Wir wollen gleich angerannt kommen wahrscheinlich. Ey, wie kannst du es wagen? Bams. Mein Stahl hat den Rücken weggehauen. Wie gleich bei Real eigentlich schon mal nach. Ich warte, bis sie alle vier haben, dann können wir nochmal nachgucken. So, Genis. Herr Frosto. Okay. Dann denkst du immer, der hat schon fast alles gelevelt und dann dauert er immer noch. Na? Ach, hier bin ich jetzt. Der Fisch da. Der ist hässlich. Der sieht gruselig aus. Wer macht da sein Revier? Aber wenn er schwimmt, scheint er unachtsam zu sein. Leute, warum lässt du dich von einem Fisch ablenken? Klappe, ich habe ihn nur beobachtet. Ja, ob das gut geht. Na? Na? Bringt nichts. Warte mal, wenn er schwimmt, ist er nicht so aufmerksam. Aber wenn er da ist, dann bewacht er sein Revier oder was? Dann muss ich irgendwas machen, während er sich nicht bewegt oder was? Nein. Warte mal, wenn. Vielleicht während er im Denken ist oder so, mal stehen bleibt, da reinspringen. Na, bringt mir nichts. Keine Ahnung. Mal gucken. Wer das schon herausfinden. Gehen wir mal wieder hier hoch. Versuchen wir nochmal das mit den Raupen. Habe ich das ja schon gemacht? Ich glaube ja, da war auch das mit den Raupen, ne? Nee, oder? Doch, klar. Ah! Ja, ist er jetzt hier rübergekommen? Ich weiß es doch nicht. Bringt doch gar nichts. Was hat es mit diesem Fisch auf sich? Ich muss es herausfinden. Was? Ich habe halt nicht. Okay.
Macht das Kristall. Okay, das habe ich gerade gefunden. Was mein Zufall, dass ich ihn gerade steuere. So, da hinten komme ich immer noch nicht lang. Okay, dann muss ich wahrscheinlich mal weitermachen. Ne? Okay. Sehr viel haben wir jetzt hier nicht entdeckt. Vandablato. Sehr gut. Wie kannst du das wagen? Mal. Ist jetzt irgendwie die ganze Zeit Thunderblade ein, kann das sein? Ja, das war jetzt nicht englisch. Meine Theorie, die ich vor 2-3 Parts irgendwie hatte, ist alle Arts, also alle Zauber englisch ausgesprochen worden werden, lag falsch anscheinend. Ja, gut. Kein Skit, okay. Da habe ich doch Blatt her, da habe ich... Warte mal, letztens war der Fisch doch da, links. Im Bildschirm, der war schon im Bildschirm drin, hier. Ding, boink. Boah, geil, eine Raupe. Da ist er jetzt wieder da. Irgendwie was habe ich doch hier gemacht. Jetzt war der Fisch doch hier auch schon. Wie habe ich den Fisch hier hingelockt? Blöp. Irgendwie doch hier hingelockt. Ich habe 2-3 Mal das hier gemacht. Wenn ich nach rechts gegangen habe, die andere Raupe darunter gedrückt. Was passiert, wenn ich mal anderen hier hinstelle, was ich dann für Informationen bekomme? Wow, 3 Raupen sind runtergefallen. Die sind ganz schön heftig, wenn 3 fallen. Den Charakter mal wechseln soll, aber naja. Regel, was hast du dazu zu sagen? Was mache ich hier? Das ist jetzt die Frage. Die 3 Raupen sind da runtergefallen, die Wellen sind wirklich größer geworden. Mir ist schon klar, dass wenn 3 Raupen da runterfallen, dass die Wellen größer sind als bei einer Raupe. Was hat das zu bedeuten, Mann? Ich habe einen Fisch irgendwie mal irgendwann hier hingelockt. Oder? Ja, ich habe 2-3 Mal das gemacht, damit ich hingegangen habe, das gemacht. Was für eine Symbolik hat das hier alles? Ah, eine Raupe. Ja, ich habe keine Ahnung. Den Fisch sieht man von hier aus nur. Was mache ich hier? Ja, nein. Ihr seid langweilig. Sagt mir, was eure Funktion ist, ey. Warum kann ich auf diese Blätter drauf springen? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich werde ich es von diesen Mädchen / Jungen erfahren. Ja, und warum kann ich auf die Äste drauf? Das hat irgendwie was damit machen, damit die beiden sich bekämpfen wahrscheinlich, ne? Wegen Revierbewachung und all sowas. War ich hier schon?
Ich glaube nicht, ne? Von da oben kam ich, ne? Wie komme ich da unten hin? Da. Lass mal gucken. Nein, hä? Na, wie komme ich denn jetzt da unten wieder lang? Schwierig, schwierig. So, was machen wir erstmal weiter? Wahrscheinlich bekommen wir jetzt hier gesagt, was wir machen müssen und so. Ja, wir können es noch nicht machen und was weiß ich. Ja, gut, dann werden wir im Park wieder an der gleichen Stelle und ich würde sagen, wir gehen weiter voraus in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.